Also ich würde sagen beides. Also im ersten Teil der, unseres Projekts Train.dl geht es darum, dass wir erstmal sammeln. Also wir schauen uns, was gibt es da eigentlich. Wir sammeln verschiedene Bildungsrahmenwerke zu KI und Data Literacy und schauen, was gibt es da eigentlich schon. Was gibt es schon für Materialien, für Aktivitäten, für Lernmethodologien, um diese Themen zu vermitteln. Also wir schauen erstmal in der Breite und das tun wir für die drei Länder, die jetzt in dem Projekt beteiligt sind, Deutschland, Österreich und Slowenien, aber auch europaweit. Und dann anschließend auch schauen wir uns weltweit an, was gibt es da für Best Practices. Basierend darauf, nachdem wir dieses Sammelsurium an verschiedenen Produkten haben und verschiedenen Methodologien und Frameworks, also Bildungsrahmenwerken haben, destillieren wir sozusagen das, was ist eigentlich wichtig. Wir kristallisieren das raus. Also was kommt immer wieder vor? Wir schauen auch von der fachlichen Perspektive, was sind eigentlich die wichtigsten, die fundamentalen Ideen hinter der künstlichen Intelligenz oder der Data Literacy. Und basierend darauf, nachdem wir dieses sozusagen, den State of the Art erfasst haben und evaluiert haben, entwickeln wir selber Recommendations, also Empfehlungen für die unterschiedlichen Curricula. Wir implementieren das, dann diese Empfehlungen in die Curricula, entwickeln Materialien und testen sie dann, evaluieren sie dann in den Interventionen zusammen mit unterschiedlichen Policymakers, mit den Lehrern, aber auch mit den anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Das ist sozusagen, deswegen ist es beides. Also sowohl, dass wir die Best Practices sammeln, aber auch, dass wir am Ende eine Art Empfehlungen herausgeben können, die dann sowohl in der Universität, auf dem universitären Level, aber auch auf dem schulischen Level eingesetzt und umgesetzt werden können.